Howdy und hallo, liebe Freunde, zurück auf der Nordheide mit dem Strahlemann. So, ich bin am Wolle wegfahren. Noch immer, oh, hier ist ja die Tankstelle. Und ich war mit meinem Ladewagen folgend, war hier schon Silage herbringen. Das andere Ding ist leider erst bei 13%, also ja, muss man dann noch ein bisschen warten. Fährst aber trotzdem zur BGA damit, oder was? Bin schon bei der BGA. Warum bist du vor mir da? Weil du die ganze Zeit schon gefahren bist. Ja. Ich habe die ganze Zeit gestanden. Richtig. Naja. Das macht ja nichts. Ich mache dann gleich die Radiomission da oben. Ja, tut dir keinen Zwang ein. Bisschen Geld in Säckchen holen. Ja, kümmert sich immer um mein Ja, da rutscht die glatt ab. Nein, das hängt ja sehr gut an hier. da muss man hin. Wie Frost verpasst, da kann ich Hut drauf. Was machst du sonst noch so? Außer mit Säckchen spielen, weil sie im Sitz. wo reinfahren? Achso, oh hei. Ich fahre jetzt wieder zu Feld 2 und so weiter einladen. Das Gras, das hier so rumliegt. Das, was ich mit der Sense abgesenst hab. Ui! Ah! Hast du die Palette verloren? So viel zu dem Thema Geld ins Säckchen bringen. Ja. Kommt von hier irgendwie aus dem See wieder raus? Wo bist du? Oh, mein Bauch. Ich bin im See. Oh, Wieso ist bist das du so im schön. See? Ja, aber ich habe die Palette gesucht. Die liegt hier unten nicht. Du bist in den See gefahren. Und jetzt kannst du nicht mehr fahren, oder? Fahren. Ja, dann fahr wieder raus. Ja, wo? Ja, am Seerand. Warte mal, ich bin jetzt hier gerade, ich fahre hier gerade den Fluss runter. Oh Gott. What the fuck? Ja, wo ist denn jetzt die blöde Wolle hin? Achso, der schützt mal. What the fuck einfach nur, ey. So eine Scheiße. Hätte ich das mal eher gewusst, aber die ist schön geflogen. Und jedem, dem das klar war, dass Rika die Wolle verliert, der drückt jetzt seinen Daumen hoch. Ey, das kannst du so auch nicht sagen. Doch, doch, weil ich muss jetzt extra zu dir aufs Video gehen und einen Daumen hoch geben. Weil ich das schon vermutet habe. Super, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich fahre im Fluss. Komme ich hier hoch? Ui, ui, ui. Jawohl! Da hier ist ein Zaun, na super, jetzt hänge ich im Baum. Ah! Nein, ich wieder rückwärts runter! Oh, leckst mi Dormosch! Ich sollte nicht so schreien, ich sollte nicht so schreien. Nachbarn beschweren sich wieder. Wieso? War das schon mal der Fall? Nö. Nein. Oh, ich bin hier bei der Silage rausgekommen. Super, jetzt kann ich wieder zurückfahren. Nee, jetzt mache ich die Radiomission. Super. Super, super. Ich bin die zweite Stimme, du die erste. Ich kann nicht singen, du schon, also bist du die. Ich kann nicht singen, bist verrückt? Doch. Ich kann nicht singen. Besser als ich.
Das kannst du jetzt nicht bestreiten. Das. Oh Mann, wo ist die scheiß Wolle? Die kann doch jetzt nicht weg sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Die echt jetzt futsch? Schwader wäre nicht schlecht. Ist echt weg. Dem Gebälk hängt die auch nirgendwo, hä? Huh? Ist unglaublich, warum ist sie einfach weg? Weiß nicht, was du damit gemacht hast. Die ist weggeflogen. Ja, wieso lässt du sie wegfliegen? Ja, weil da, dieses, weißt du, durch alle Schilder kannst du durchfahren, weißt du? Und dieses eine Ding, was da rumsteht, weißt du, da kannst du nicht durchfahren. Und dann ist sie weggekullert und dann hier in den Teich, in das Meer rein. Die müsste ja dann eigentlich rein theoretisch hier nochmal irgendwo liegen, aber... Naja, wenn wir einen Wollhai finden, wissen wir es. Stell jetzt keinen Baum auf, wegen dem bisschen Wolle. Ja, nicht, dass du mir wieder den Arsch versohlst. Wieso, das wolltest du doch letztens. So, ich bin jetzt wieder bei den Nackten mit Öl eingerieben. Und lässt dir dort den Arsch versohlen? Man war es nicht. Mhm. Hallo Uschi! Uschi. So nennt mich unser Bäcker Fritz immer. Er steht da, er kommt ja mit dem Wagen, mit dem Bäckerwagen, kommt da angefahren, hupt, wenn er da steht. Und wenn ich dann rauskomme, hallo Uschi! Ich so, ja, weiß ich nicht. Hat er sich jetzt so eingebrannt, dass ich da jetzt Uschi bin. Ja. Dann sage ich, na Beppo, alles klar. Da fällt mir immer noch ein Lied ein von den Hinichen. Ist aber nicht jugendfrei. Achso. Hm? Aber ich sage mal, 90% der österreichischen Zuschauer kennen das. Was ich meine. Achso. Ja. Vielleicht spiele ich dir kurz vor in der Pause. Mhm. Damit ich auch mal mitreden kann, ha? Ja. Oh, guck mal, das geht so schön. Halt. Nein, ich habe keinen Kontostand. Ich sehe das auch gar nicht. Ich will das auch gar nicht sehen. Lass mich in Ruhe. Was für ein Kontostand? So, jetzt muss ich gucken, wo muss ich damit hin? Achso, ich muss einmal mit wegfahren. So. Ach, jetzt muss ich da hinten hinfahren. Na ja, gut, von mir aus auch das. Da vorne fährt Beatrice. Oh Gott. Und Chantal. Chantal. Die Jacqueline. Jacqueline fährt da hinten, ja, ja. Da muss ich hinwärts. Hallo Ursula. Juhu, Transportmission erfüllt. Danke, Rika. Bitte schön. Kriegst dann auf Nacht der Belohnung. Aha. Will ich hoffen. Ja. Waltraud aus dem Weg, ich komme. Ja, ja, die Waltraud mit ihrem Mann, dem Herbert. Ah. Letzten Batzel so sieht er jetzt aber nicht zusammen. Ich habe gerade die Ulrike gefragt, die Monique hat frei. Ja, und weiter?
Ja, Monique war doch immer so dein Schwarm, habe ich gedacht. Was? Ach, hier guck mal, die Lena. Ach, da du heißes Gestell. Ich habe doch nur Augen für dich. Keine offenen Missionen, das ist eine Frechheit. Mistgülle kannst du hier hinten auch abliefern, habe ich ja, gerade gesehen. Gesehen. Pardon. Huch! Ey! Die fährt einfach dumm durch, so unglaublich. Biogaspark, Ortheide GmbH. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Da fahren wir hier oben lang. Lo, 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 lo. Was magst du eigentlich auch so herumfahren? Ich fahre hier so. Ja. Häckselgut. Hier kannst du Häckselgut. Ah ja, ist ja schön. Du fahrst eigentlich nur blöd herum, oder? Ja, ich hab die Wolle verloren. Was soll ich machen? Ja, weitermachen. Ja, mach ich doch. Ich hab gerade die Radios abgeliefert. Was willst du von mir? Ja, das sage ich nicht jetzt. Was geht falsch? Komm mal runter, Alter. Ja, ich bin ja auch nicht dein Sklave hier. Ich glaube, es hackt. Ich will jetzt nicht sagen, wer älter ist, aber... Ja, ja. So. Jetzt kannst du mal wen anders suchen. So. Ich habe noch 61 Liter Benzin, also das reicht ja noch ein bisschen. So, Herr und Gebieter, was möchten Sie denn jetzt von mir? Was soll ich denn jetzt tun? Und du kannst ansehen dabei. Oder? Na, nicht schon wieder. Es hat wieder so ein Knickgestell. Nein, das ist nicht so schlimm wie das andere. Ja. Ich fange gleich an. Ich fahre da erstmal jetzt nach Hause. Okay. Das alte Haus von Huberts. Ups. Das wird jetzt gerade abgerissen. Wieso macht ihr das? Ist eine Baustelle. Ja. Mit einem Rohr drin. Mhm. Hier wird ein Rohr verlegt. Mhm. Phänomenal, oder? Ja. Hier ist noch Graswiese. Sehr geil. Feld 20 ist noch eine Graswiese hier. Okay. Ist sie auch schon reif? Sind sie ab 20 nicht alle reif? Ja, ist sie. Ja. Ja. Machen wir mal das 14er Feld fertig. Sag mal, bist du da mal mit dem Mähwerk irgendwo an der Straße lang gegurkt? Ja. Das sehe ich nämlich gerade. Hin und her und kreuz und acht und hier und da. Da war ich böse, da habe ich alles niedergemäht, was mir in die Quere kam. Ja, ja, ich hab's gesehen. Deine Spuren kannst du nicht verwischen. Ja, dann schon. Ach ja. Guten Tag, Frau Krüger. Ja, die Post ist angekommen. Brigitte Bardot, was willst du? Ah, geh weg von mir. Frag mich gerade. Bist du nicht gerade bei mir vorbeigefahren? Wo bist du vorbeigefahren? Bist du nicht gerade bei mir vorbeigefahren, Pisszeugentor? Weiß ich nicht. Ich bin gerade am überlegen, was ich jetzt hier gerade machen wollte. Du wolltest das 14er Feld ansehen. Ach so. Jetzt wo du sagst. Wie war das mit den Rentnern? Ich, ja. Genau. Rentner rasen, um nicht zu vergessen, wo sie hinwollen. Ja. Sodale! So, dann muss ich jetzt erstmal wieder ein Gewicht anhängen, nehme ich an.
Sag mal, fängt das hier gleich an zu regnen oder warum ist das hier so düster? Man weiß es nicht. Ja, es ist bewölkt. Rika, weil ich bringe das jetzt gerade nicht zusammen, dir hier weiter zuzusehen. Was? So, da. Rechts neben dir ist das Gewicht. Hier hast du den Düngerstreuer, häng den an. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Wieso? Ja, kannst du mir nicht mehr zugucken. Hallo? Das für eine Aussage. Ja, weiß ich nicht. Du bist Sei hier mal so nicht eine. so frech. Tschüss. Jetzt soll ich düngen oder was? Ja. Ja. Ist ja auch egal. Das geht schneller. Ist mir ja Wurst. Hauptsache, ich bin mit dir auf dem Feld. Ja, ist. So, auf welchem Feld? Auch auf A4, ne? 14. 14, ach ja. Die Aufmerksamkeitsspanne ist halt weg. Ja, mein Gott. Was ist mit Feld 13? Das müssen Zehn? wir dann ernten. Enternten? Ernten. Okay. Darfst du rumspritzen? Haben wir jetzt Rollentausch hier oder was? Ja. Freut euch des Nordens. Großmutter wird mit der Sense rasiert. Tü, 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 tü. Kann ich jetzt schon düngen oder muss das erst gesät sein? Normalerweise kannst du. Okay. Muss ich mal gucken, welchen Radius das Ding hat. 26 Meter. Lol. Ja, dann fahre ich da gleich längs rum. Mal gucken. Nee, hat nicht ganz so viel. Was? Achso. Was hast du denn? Ist doch schön umgegrubbert hier alles, umgeflücht, meine ich. Wie habe ich gemacht? Angeber. Das ist wieder der Strahlen, ne? Was? Ja. Hui. So, aber Rickerland. Jep. Folge ist zu Ende. Nicht zu ändern. Ja. Deswegen sage ich jetzt auch Tschüss, Baba und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.